Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde hier bei Tag der Unnamed Game. Tja, wir haben in der letzten Runde hier ein bisschen die Wände hochgezogen, wie ihr seht. Unser erster Stock unten, der hat sich schon gut entwickelt. Jetzt sind wir hier im zweiten Stock und ich würde sagen, wir müssen uns noch ein bisschen Holz besorgen. Denn das erste Stockwerk, das möchte ich gerne heute auch fertig stellen. Bevor wir uns dann in der nächsten Folge mal mit was anderem beschäftigen, damit es nicht zu langweilig wird für euch, werden wir uns dann was ausdenken. Wir müssten dann mal gucken, was es alles gibt. Es gibt ja viel zu tun. War unser Feuer so weit weg vom Haus? Außerdem müssen wir hier natürlich noch ein paar Fenster reinschneiden, denn so geht es ja nicht weiter. Wir haben jetzt einfach nur eine Holzwand da. Das ist ein bisschen langweilig, oder? Wir werden vielleicht mal ein paar von diesen neuen Gold-Lampen bauen, die man jetzt hier machen kann. Und seit ich die Schafe hier nicht mehr, die Ziegen nicht mehr jage, nehmen die ganz schön Überhand, oder? Hab ich so ein Gefühl. Ja, täusche ich mich? So, wir haben ja festgestellt, es gibt nur noch Fruitwood. Das Hardwood scheint verschwunden zu sein aus dem Spiel. Wir sammeln jetzt einfach mal ein, weil wir kriegen ja sowieso nur dieses Generic Wood. Und das macht natürlich das Arbeiten auch leichter. Allerdings haben wir nicht, das letzte Mal nicht geschafft, genug Holz zu sammeln. So, fällen wir einfach mal ein paar Bäume hier. Es wäre auch schön, wenn man irgendwie so eine Baumfarm bauen könnte. Wenn man sagen könnte, ah, ich pflanze mir jetzt meine eigenen Bäume an. Irgendwie hier Maple Trees, ja, wenn man da irgendwie Setzlinge bekommen würde. Oder hier Fruit Trees. Dann kannst du ja auch was zu essen besorgen. Das wäre eigentlich ganz cool, wenn das funktionieren würde. Aber es scheint momentan noch nicht im Spiel drin zu sein. Ich bin halt sehr gespannt auf die Version 2.0. Ich habe auch schon mal nachgeguckt, ob man sich irgendwie für die Beta bewerben kann oder so. Laut der Webseite sind alle Leute, die das Spiel schon gekauft haben, denn momentan kannst du es nicht kaufen, sind eingeladen, am Test zur 2.0 teilzunehmen. Allerdings, ich finde nicht die Möglichkeit, wie man das hinbekommt. Also wie man die neue Version testen kann. Wir haben jetzt hier alle Bäume weggeschlagen und dummerweise wachsen jetzt hier auch keine Bäume mehr. Wir müssen also echt gucken, wie wir uns dann bald mit Holz versorgen. Oder wir müssen halt in ein anderes Gebiet umziehen. So Jäger- und Sammler-mäßig, ja. Ziehen wir einfach. Jetzt haben sie mal vollgeladen, oder was? Ja, jetzt sind wir vollgeladen. Ich glaube, da ist ein Markt. Ah, da ist unser Haus. Gut. Haben wir denn jetzt. Nee, Moment mal. Moment, wo ist es? Wo haben wir jetzt gerade. Wir müssen natürlich gucken, dass wir auf jeden Fall. Das Holz mitnehmen, was wir brauchen. So, erstmal zurück zur Base. Da stehen ja schon ein paar Kisten. Da werden wir jetzt erstmal einlagern, was wir so gefunden haben. Das war's gewesen. Ich bin immer nicht darauf gefasst, dass man jetzt nicht mehr drüber laufen darf. Man konnte nämlich immer noch drüber laufen, ohne dass es Ärger gab. Und jetzt plötzlich ist es so, dass man da Schaden bekommt. So, wir gehen mal hier rein. Und was mir gerade so auffällt, es gibt überhaupt keinen Ton. Wir haben gar keine Musik. Moment mal. So, die müsste jetzt kommen. Habe ich vergessen einzuschalten. So, wir gucken mal hier in die Kiste. Hier können wir ein bisschen was auslagern. Ah, wir haben ja noch zwei Köpfe hier. Axtköpfe. Die Gurts, die können wir eigentlich draußen mal wegschmeißen. Die brauchen wir nicht mehr. Lederstreifen sind ganz wichtig, ganz teuer, ganz wertvoll. Das können wir auch wegwerfen. Wir haben noch ein Schwert. Das sollten wir lieber hier unten rein tun. Wir haben noch Steinchen und noch anderes Zeug hier. Das werfe ich jetzt erstmal alles raus. Das ist auch noch wertvoll hier. So, ah, ich habe vergessen zu gucken, wie das mit den harten Woodhandles geht. Und ich habe auch noch nicht eingerichtet, dass wir das jetzt hier auf dem Computer sehen können. Vielleicht mache ich das gleich mal in der Aufnahmepause, wenn ich dran denke. Das ist echt das Problem. Denn ich bin da sehr vergesslich. Das muss man ehrlich sagen. Also das werde ich wahrscheinlich vergessen. So, wir haben 113 stacked. Das wollten wir wegwerfen. Wir haben 113 mal das Holz. Das ist natürlich sehr wenig. Das reicht uns nicht. Wir gehen mal hier hin und werfen jetzt erstmal hier den Samen raus und wir werfen das raus. Wir können natürlich jetzt hier auch neue Früchte anpflanzen, aber ich würde sagen, das holen wir uns lieber aus der Base, weil da wächst schon alles. Was macht eigentlich der Zustand von unserer Axt? Der sieht noch gut aus. Gut.
hoffe nicht, dass es ein Fehler hier ist, dass man hier kein nur noch das eine Holz sieht. Und wenn wir dann irgendwann, wird das wieder korrigiert und dann haben wir plötzlich... Dann haben wir plötzlich verschiedene Holzsorten im Haus verbaut. Naja, sieht vielleicht auch ganz lustig aus. Ne? So, wir hauen mal hier noch ein paar Bäumchen ab. Wie gesagt, ziemlicher Raubbau. Aha, da habt ihr es gesehen. Ziemlicher Raubbau hier. Ich bin ja mehr so der Anhänger von nachhaltigem Forstbau. Ich würde hier nachpflanzen, wenn ich denn irgendwie die Möglichkeit hätte. Vielleicht bin ich auch zu doof. Vielleicht gibt es doch irgendwas, was wir einpflanzen können. Ja, erstmal hier einsammeln, was wir jetzt hier so bekommen haben. Und dann gucken wir mal, können wir hier irgendwas pflanzen? Nö. So, ich glaube, wir brauchen nämlich sehr, sehr viel Holz. Hier ist noch ein Bäumchen. Aha. Und wisst ihr was? Mache ich gerade einen Screenshot. Es geht ganz schnell. Erledigt. So, dann hauen wir das mal klein. So, unsere Axt fängt schon an zu knarzen. Das ist ein schlechtes Zeichen. Das ist ja so eine teure Axt. Eine große Axt. Ich hätte jetzt gedacht, dass die vielleicht ein bisschen länger durchhält. Dass wir da noch mal so eine Zeit lang mit arbeiten können. Ohne dass wir jetzt hier permanent immer wieder neue Werkzeuge machen müssen. Denn das geht ja schon so ein bisschen auf den Geist. Wenn du irgendwie nur 5 Bäume fällen kannst mit einer. Und dann ist es halt auch ziemlich schwierig... diese Legierungen zu machen, mit denen die hergestellt werden. Weil dafür müssen wir wieder in den Untergrund gehen, da müssen wir meinen. Ja, was steht da? Da ist eine Ziege. Da müssen wir wieder meinen und da ist echt noch die Rate der Erze, die man findet. Die ist sehr gering. Wenn du jetzt irgendwie da den ganzen Tag abbaust, dann... Ist das schon so ein bisschen doof. Übrigens, das Bild ist heute ziemlich dunkel, ha? Huh? Wollen wir mal ein bisschen höher stellen. Machen wir Gamma Correction, machen wir mal auf 50. So. Ist jetzt heller geworden? Ja, ich weiß jetzt gar nicht. Ist es heller? So, jetzt haben wir aber ein bisschen Holz gesammelt. Wir werden jetzt mal hier in die Kiste ablegen, was wir nicht brauchen, und dann versuchen wir schon mal die Folge in der Folge hier oben die Wände zusammenzubauen. So, wir haben hier noch Handles, das da brauchen wir auch nicht. Das hier 279 Hölzer haben wir und ich glaube, die werden wir ziemlich schnell verbauen. So, und dann müssen wir natürlich hier unserer kleinen Drama Queen auch gleich was zu essen besorgen. Das machen wir am besten gleich, bevor sie wieder rumstreift. Das reicht auch nicht. Ich sehe es schon wieder. Warte mal, hier in einer Kiste war irgendwo noch Gerd. War noch Gerds drin. So. Das sind auch nur noch Samen. Hier. Ah, wir müssen doch nicht laufen. Das ist gut. So, futter mal was, damit du dich besser fühlst. So, vielleicht sollten wir uns nochmal so ein Care-Paket von zu Hause mitbringen. So, wir nehmen die 1. Und dann bauen wir hier weiter. Eins, zwei, drei. So, hüpfen mal. Ah, nein, du sollst da hochhüpfen. Hüpf mal da hoch. Ja, es ist schön. So, hüpf hoch. Komm,
Nein, hochhüpfen. Hältst du dich so an. So, hüpfst da hoch. So. Oder wir stellen uns hier erstmal hin. So. Ist schon ein anderes Holz. Ich habe es gerade gesehen. Mann. Wieso? Wir haben doch jetzt so aufgepasst. Stehen wir zu nah davor. Wir dürfen hier nicht bauen. Dann müssen wir uns hier mal hinstellen. So, dann gehen wir mal nach oben. Vielleicht können wir das Ganze von oben dann weiterbauen. Hier ist ja unsere Wand, die jetzt hier schon ankommt. So. Okay, dann haben wir, also hier sieht es schon mal ganz gut aus. Ich glaube, hier haben wir auch die richtige Struktur beibehalten. Gehen wir hier drauf. Da fehlt noch einer. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Schups. Da fehlt was. 1, 2, 3. Ich muss immer mitzählen, damit ich weiß, wie wir da hin müssen. Und hier ist irgendwie ein Fehler, oder? Also hier 1, 2, 3, 1, 2 und dann sind wir hier so knapp drüber. Das ist erstmal mein Ziel, das wollte ich jetzt so erreichen. Da muss noch einer hin. So. Okay. Die Wand hätten wir also schon mal so weit gebracht wie da. Jetzt gucken wir mal, wie es hier so aussieht. Hier ist er auch schon fast auf unserer Höhe. Was macht der Vorrat an Holz? Sieht noch relativ gut aus. So, 1, 2, 3. So in so ein Eckchen da reingesetzt. Aber hier haben wir was vergessen. Hier auch. So. Oh, jetzt sind wir höher gekommen. Naja, ist egal. Wir müssen ja eh noch höher kommen. 2, 3, 4. 1, 2. Ach, wir müssen von hier anfangen, damit es besser geht. So. Nee, der sitzt falsch. Der ist wieder weg. Und dann hier so. 4. 1, 2, 1, 2, 1. Man kann jetzt hier zwar organischer bauen, also die Ecken sind jetzt hier nicht so kantig wie bei Minecraft. Allerdings verbaust du dich auch hier schneller, weil das nämlich so ein bisschen unübersichtlich eigentlich ist. So, hier müssen wir also noch mal ein Stück weiter nach unten gehen. Sonst haben wir das hier gar nicht im Überblick. So. Ich glaube, hier fehlt auch von außen jetzt noch was. Was ein bisschen schwierig ist, weil gleich können wir nämlich jetzt... nein, nicht runterfallen. Müssen wir gleich gucken. Denn sonst kommen wir da vielleicht gar nicht mehr dran. So, hier fehlt doch was. Oben fehlen Steine. Seht ihr? Hölzer. Seht ihr das? Da müssen wir nochmal hier rein. Gleich hoch in den ersten Stock und mal gucken, ob wir das von hier aus noch hochziehen können. Ups. Nee, nee, nee. Ich abstürze. Mist. Wir hätten auch den anderen Eingang nehmen können. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall von oben dran gehen. Warum ruckelt es denn jetzt so? Hä? Wieso hat das Spiel gerade so geruckelt? Ich nehme mir mit 60 FPS auf. Eigentlich dürfte das überhaupt nicht ruckeln. So, dann gucken wir mal. Jetzt hüpft er hier wieder. Aha.
mal. Und so bauen wir uns jetzt ein Stück weiter hier hoch. Und dann werden wir unten mal gucken, wie wir das mit der Inneneinrichtung machen. Denn natürlich soll die Wand unten nicht so bleiben. Die soll nicht komplett geschlossen sein. Das mache ich ja nur, damit wir erstmal hier die Wand in der richtigen, wie soll ich sagen, damit die Wand erstmal richtig sitzt. Und dann können wir uns angucken, wie wir das Ganze dann gleich gestalterisch noch ein bisschen verschönern. So, dass es dann unten auch noch ein paar Fenster gibt und so Zeugs halt. Jetzt hüpfen wir mal hier hoch. Ja. Da muss natürlich noch was hin, hier muss was hin und jetzt habe ich da eins so hoch gebaut. Egal, weil hier kommt ja auch noch gleich die Wand bis nach oben. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir haben noch eine dritte Seite, vierte Seite. Ne, die ist auch schon fertig. Gut, dann können wir jetzt erstmal hier nach den Steinen gucken, dass wir den Boden hier komplett machen. Wenn mich nicht alles täuscht, dann müssten die Steine hier drin sein. Ne, zwei Steine ist ein kleines bisschen wenig. Ich lege das mal hier hin. So, dann gehen wir mal hier hin. Ah, hier sind doch gut viele Steine. So, dann nehmen wir uns die eins und gehen nochmal nach oben. Lass mal den Boden hier abschließen. Ich habe auch schon mal drüber nachgedacht. Vielleicht, das war falsch. Vielleicht gibt es auch hier sowas wie, ja, wie irgendwas Beleuchtetes, das wir im Boden machen können. So dass wir von hier oben vielleicht nach unten gucken können. Sowas wie Deckenlichter, die wir hier oben als Bodenlichter benutzen können oder so. Das müssten wir gleich mal herausfinden. Das ist ja mit den Rezepten, die es hier beim Spiel gibt, das ist immer so eine Sache. Es gibt nämlich hier zwar so eine Online-Guide, die haben wir hier im Spiel. Da können wir uns die Rezepte angucken, die wir schon gelernt haben. Allerdings fehlen da viele oder wir können halt viele erst in dem Moment benutzen, wenn wir das Rezept kennen, also da drin sehen, wenn wir das Rezept können, und dafür musst du es halt kennen, ja. Du musst halt wissen, was du zusammenlegst. Das ist so ein bisschen das Problem bei dem Spiel, weil man weiß es eben nicht. Man muss es durch Testen herausfinden und das ist ziemlich schwierig, denn es gibt hier sehr viele Sachen, was wir machen können. Was wir zusammenlegen können. Es gibt sehr viele verschiedene Zutaten, die wir hier im Spiel haben und da weiß ich jetzt gar nicht so. Was wollten wir denn in der letzten Folge bauen? Genau, diesen Woodhandles wollten wir bauen. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir zusammenlegen sollen. Also ich weiß noch, dass wir dieses Hardened Wood brauchen. Das haben wir auch da. Und jetzt ist halt die Frage, was fehlt uns denn noch, um da weiterzumachen? So, wir haben noch 21 Hölzer. Und ich würde vorschlagen, dass wir die einfach mal einsetzen, um jetzt hier schon weiterzubauen. Denn es soll ja eh hier weitergehen. 21 ist ja sehr wenig. Da sind es nur noch 7. Und da haben wir alle aufgebraucht. So, jetzt haben wir hier oben natürlich noch. Hier haben wir ein bisschen weiter gebaut. Allerdings sind wir hier noch ganz weit von. Könnten wir noch ein paar mehr Steine setzen, aber ich würde erstmal gerne die Wand hochziehen, sodass wir dann nach und nach dann hier oben das sehen können, wie weit wir da bauen müssen. Da ist sowieso auch ein Fehler, sehe ich gerade. Hier muss noch ein Stein hin. So. Und da muss noch ein Stein hin. So, beleuchtet haben wir das Ganze schon. Hier spawnen ja keine Monster in den Häusern und so. Jetzt habe ich mir gedacht, wir haben ja hier immer so eine Schrägfläche da drin. Ja, so hier, da und hier. Dass wir hier vielleicht schon mal Sichtfenster reinbauen. Können wir auch mal testen. Wir nehmen uns mal die Axt hier. Und setzen mal hier. Machen erstmal Kerben. So zur Markierung. Das ist natürlich Quatsch, habe ich jetzt nur so gesagt. So, jetzt machen wir das auf. Hier gibt es ja, weil es in der Schrägen ist, gibt's immer zwei Steine oder zwei Hölzer sozusagen. So, das stellen wir mal auf. Jetzt gucken wir uns an, wie das aussieht. Ja, kann man mit leben, oder? Kann man mit leben. Jetzt könnte man hier natürlich noch irgendwie 1, 2, 3,
Können auch hier nochmal versuchen. Na, jetzt machen wir erstmal die Fenster in der Mitte. So. Hier ist ein kleiner struktureller Fehler drin, sehe ich jetzt schon, weil wir haben hier eigentlich eine Welle zu viel. Wie breit war das denn hier? Hm? Wie breit war das? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gut. So, ich würde sagen, hier ist ungefähr die Mitte. Also hier 1, 2, 3. Ne, es war 4 breit. So, das ziehen wir mal bis oben hindurch. Machen das auf. Das hat ja auch schön rausgucken können. Und wir wieder mehr Holz haben, denn das kommt ja wieder auf unseren Bestand zurück. So, da haben wir das nächste Fenster. Aha, gut, sieht gut aus. So, da haben wir jetzt hier 1, 2, 3, 4 und bis oben hin. Ich glaube, das hat man auch noch weggeklopft. So, da können wir schon wieder nach draußen schauen. So, auch offen. Jetzt haben wir noch eine Seite. Das wäre dann hier. 1, 2, 3, 4. So ganz gleich haben wir hier anscheinend nicht gebaut. Ich würde sagen, nach hier müssen wir noch einmal erweitern. So. Aber es muss ja auch nicht symmetrisch sein. Denn das soll ja auch so ein bisschen so ein natürliches Zuhause sein. Ja, also so ein natürliches Seed-Zuhause. Das ist immer nicht genau strikt gerade. Ah, wir machen hier mal auf. Nein, da nicht. Ah, es muss wieder rein. So, nochmal die Axt. Na, dann können wir da rausgucken. Und dann ist hier oben einer zu viel. Gut. So, wie breit ist denn das hier zwischen? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ja, können wir hier mal bauen. 1, 2. Ein bisschen angeglichen soll es natürlich schon sein. So. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, hier haben wir jetzt ein bisschen das Problem. Hier ist jetzt irgendwie... Hier ist mehr Platz. Aus irgendwelchen Gründen. So. So, 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 so. Wir nehmen auch die günstige Axt dafür. So. Also noch ein paar Wände. 1, 2, 3. Gut. Jetzt größer geworden, ne? Ist das größer? Ich glaube, hier sind wir größer geworden. Na, ist egal. Wie gesagt, also es ist ja so ein, ist eine natürliche Bauform hier. Es muss ja nicht alles gleich sein. Genau, ich baue nämlich jetzt hier immer 4 breit und nicht mehr 3 breit, wie wir am Anfang gebaut haben. Oh. Ich baue jetzt 1 zu hoch hier. Genau.
Eins zu viel habe ich weggebaut. Müssen wir wieder welche hinsetzen. So. Hm. Mal her. So. 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 Nee, der sitzt falsch. Irgendwas stimmt hier nicht. Mal von außen gucken. Stimmt schon irgendwie. So, und dann nochmal hier. 1, 2, 3. Gut. Auch schön. Und das letzte Fenster. 1, 2, 3, 4. Oh oh, jetzt fängt sie an zu knarzen. Das ist der Anfang vom Ende sozusagen. Aber wir haben es ja geschafft. So, überall sind Fenster drin. Machen hier mal die Tür zu. Gut, hier unten können wir also schon mal viel sehen. Aber hier ist natürlich noch der Nachteil, diese Pflanze, die stört mich. Jetzt ist sie weg. Gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, also ich bin jetzt ein bisschen verblüfft gewesen, dass ich mit dem ersten Schlag tatsächlich die Pflanze getroffen habe. Hm. Gut, das hätten wir schon mal ein bisschen geöffnet hier. Sieht eigentlich ganz hübsch aus. Jetzt könnte man noch mehr Fackeln hier reinsetzen. Aber ich will auch noch so ein bisschen Atmosphäre hier reinbringen. Ja? Also damit das Ganze hier so ein bisschen schicker aussieht. Soll ja so eine Art Wachturm eigentlich werden, obwohl der jetzt ein bisschen übertrieben groß geworden ist. Aber ich habe euch das ja schon mal erklärt. Ich kann ja nicht klein bauen. Ja? Ich kann nur groß bauen. Und bisschen nachteilig bei dem Spiel hier ist, du kannst hier gar nicht so richtig Aussichtsplattformen bauen, weil man kann ja gar nicht so weit gucken. Ja, also wir können ja noch nicht mal zu unserer Base rüber gucken. Aber wir werden mal rübergehen und in der nächsten Folge versuchen, ob wir vielleicht mal uns eine Rüstung bauen können. Das werde ich jetzt mal als Thema für die nächste Runde vorschlagen. So, ich sag mal Tschüss für heute. Macht's gut und bis morgen. Ciao.